das Wichtigste ist, dass ich mit Gefühl dabei bin, dass es wirklich darum geht, was beschäftigt mich gerade, was kommt gerade auf und dass das im Vordergrund kann stehen und dass das bei mir persönlich auch etwas bewegt und auslöst. Dass es wie aus einem inneren Antrieb Bewegung entsteht, wo lebt und wo auch Gefühle sichtbar sind. Musik und Bewegung hat in Basel wie einen rechten Stellenwert und ist weit entwickelt und es wird sehr Wert gelegt auf, wir sind eine Gruppe, eine Klasse, die zusammen studiert und die auch im Prozess kommt miteinander und dort wie eine Entwicklung passiert. Es gibt so, alle haben etwas, wo ich bei ihr kann ich das holen, bei ihm kann ich das holen, das fragen und es ist auch so viel Engagement irgendwie da, wo ich auch weiss, ich kann jederzeit kommen und das ist auch ein Riesengeschenk. Es gibt so eine Art Vernetzung hier. Entweder ist das Familiäre, das wirklich in dem Musik- und Bewegungsstudiengang wirklich ist, mit den Bachelors und mit den Masters. Und das ist ein kleiner Kuchen auch. Und gleichzeitig, dass auch andere hier studieren, ist es irgendwie sehr vernetzt. Und zum Beispiel, ich habe ein eigenes Projekt mit einer, die ich studiert habe, im Bachelor auch. Und habe jetzt können mit einem Kollegen, der hier Audiodesign studiert, aufnehmen. Und so passieren dann wie verschiedene Projekte. Zwar eigene, die nicht von Schule her gegeben sind, aber so irgendwie vernetzt sich es. Ich bin jetzt 4 Jahre an dieser Hochschule und bin auch darum 4 Jahre an dieser Hochschule, weil ich genau auf diesem Weg geführt wurde und vor 4 Jahren auch nicht hätte können sagen, ich will das und das erreichen, sondern ich merke auch, um das geht es und ich werde begleitet in meiner individuellen Entwicklung. Eine Atmosphäre, wo ich weiss, ich kann mein Zeug reinbringen, ich habe genug Freiheit. Das ist mir auch mega wichtig, können, mein Zeug zu entwickeln, wo ich gewusst habe, das ist hier am richtigen Ort.